Danke dir, Sigi. Danke, das reicht. Wo kommst du jetzt noch hier? Hey, komm, nee, geh nur ruhig ein bisschen. Was willst du? Nichts. Mit Stativ. Bleibst du jetzt hier stehen? Nee, ich verzieh mich in den Ketten. Ja, dann verzieh dich mal in die Ecke. Du machst mich ganz nervös. Aber schöne Zähne hast du. Gibt's die auch in Weiß, ja. Was beim Friseur? Den Prozess gewinnst du, ehrlich. Stark. Nee, Alter, wo ist denn nur dein Stuhl? Nee, das lass mal so stehen, das ist alles in Ordnung. Nun geh mal ein bisschen, du, ich brauch ja den Platz. So, jetzt kriegst du noch einen Applaus mit. Guck. Guck mal, so ist das schön. Nee, so sind wir unter uns. So, jetzt kann ich mich auch ein bisschen umdrehen zu euch, sonst hätte ich ihn ja immer. Herr Doktor, alles klar. Werner. Stark. So, ich bedanke mich erstmal natürlich für den überraschenden Applaus. Wo kommst du denn jetzt noch hier? Das verrate ich dir, Doktor. Keiner Angeber, wenn? Jetzt sind diese Angebertypen, du. Die fünf Knöpfe aufmachen, obwohl zwei genügen, weißt du? Kennst du das immer, weißt du? Kennst du, ne? Nee, schön. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal für den überraschenden Applaus. Für dieses Geräusch. Detlef, nimm die Hand aus der Tasche. Heirate lieber. Es ist schön. So, Freunde, wir wollen heute Abend ein bisschen fröhlich sein. Der Sigi hat mich eingeladen und hat gesagt, Fips, komm mal wieder, du warst die ganze Zeit noch nicht hier. Ich denke, geh mal wieder hin. Kriegst ein Essen umsonst. Ne, bringst ein bisschen Gage mit. Und der Fall stimmt. Ne? So, der heutige Abend soll natürlich unter dem Motto stehen, Sonne im Herzen ist besser als ein Schatten auf der Lunge. Ihr kennt diesen alten Spruch. Und deshalb sage ich am Anfang, Freunde, streut Kaviar oder das Volk, damit der Pöbel ausrutscht. Schon sind wir zusammen. Genau, so schön. Ich möchte mich für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich höre seit 19 Jahren auf den Namen Fips Asmussen. Ich bin ein waschechter Hamburger Jung von einer sagenhaften Alimentalität. Ich bin meine Eltern Sonnenschein, habe Abitur, formfindende Füße, eine schöne Wohnung, einen schlechten Charakter. Ich bin kein Sexmuffel, nehme nie die von gestern. Und lebe nach dem Motto, wer nicht liebt, Wein, Weib und andere Frauen, den soll man den Christbaum um die Ohren hauen. Du. So, einige werden es nicht wissen, ich bin adelig. Ich bin durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Ja, ich bin eine Frühgeburt. Ich bin 2 Monate vor der Hochzeit meiner Mutter auf die Welt gekommen. Und ich bin ja halb Barmbeker, halb Pösedorfer. Barmbeker durch meine Mutter, Pösedorfer durch einen guten Freund meines Vaters. Und wie gesagt, schon unsere Hebamme Mechtel Zangerle sagte damals, ich war vom ersten Augenblick an beliebt bei allen wie ein Kaktus am Nacktbadestrand. Und ich habe ja in meiner Kindheit Kinder damals so viel Grünzeug fressen müssen. Ich habe mich mit den Kaninchen geduzt damals. Also das war ehrlich. Wir waren ja zu Hause 13 Kinder, 9 Jungs, 4 Brüder. 12 leben noch. Einer ist verheiratet und das bin ich. Wie gesagt, ihr merkt schon, Freunde, Reden ist meine Stärke. Zu Hause komme ich allerdings nur zum Reden, wenn meine Frau sich die Zähne putzt. Wie gesagt, das Thema Reden ist groß. Da sagt vorne eben, ich komme da eben rein, sagt der eine zum anderen. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Fips Asmus und einem Politiker? Sagt, nee, kenne ich nicht. Der Fips Asmus, der weiß, dass er dummes Zeug redet. So, das war das. Ja, ein bisschen mitdenken müsst ihr. Das nützt nichts, sonst kommen wir heute Abend nicht zusammen. Danke. Aber schön, hier applaudieren sogar die Einarmigen heute Abend. Das ist schön. So, kommen wir langsam. Kinder. So. Und deshalb begrüße ich euch mit dem Schlachtruf, der bisher jede Regierung überlebt hat. Mahlzeit. Stark. So werden wir gemütlicher Haufen. Man merkt es sofort. Sigi, ich weiß nicht, wo er im Moment ist. Schön Holz am Zoo. Es gibt, Freunde, es gibt doch ein Leben vor dem Tode. Guck mal, der Tisch ist ganz gut hier. Aber nicht so laut. Ich würde die oben mal nachdenken. Das könnt ihr nicht machen. Also da müssen wir uns einigen, dass wir entweder alle oder gar nicht, ne? Schön, nur junge Leute hier heute Abend, alle unter 70. Schön. Einige sehen aus, als hätten sie Kaviar gefressen, die gucken noch ein bisschen verstört. Mensch, was ist los? Bei uns kam es heute mit der Rehrücken. Meine Frau ist gestern wild gefahren. Und überhaupt, du, das ist ja... Ach, Kinder, ich wäre beinahe gar nicht gekommen. Ich habe gestern noch mit 39 im Bett gelegen. Das war ein Gedränge, kann ich euch sagen. Ehrlich, ich war ja... Ehrlich, ich war heute Morgen, war ich sowas von fix und alle, als ich aufhörte, stand ich im Bett. Ich hatte gestern Abend vergessen, mich hinzulegen, aber jetzt, du, wenn ich den wilden Haufen hier vor mir sehe, du, da habe ich gute Laune, ich könnte von jedem 5 Mark annehmen, also ehrlich. Du. Ja, da geht es mir rund, obwohl ich in der letzten Zeit, Kinder, ihr habt das alle mal, so eine Pechsträhne zu fassen, wo tagelang, kennt ihr das, wo tagelang alles daneben geht, kennt ihr das? Ja. Oh, hau, hau, hau. Du, oh, ich sage immer zu mir, Junge, kauf dir einen Strick, erschieß dich da, wo das Wasser am tiefsten ist. Kennt ihr solche Momente? Schlimm. Gut, es gab auch erfreuliche Sachen, einige haben es gesehen. Vor ein paar Wochen,
Ich hatte ein Titelfoto auf dem Wachturm. Und es gab erfreuliche Sachen. Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen, über mir ist eine Kellerwohnung frei geworden, weißt du. Und klopft einer bei mir an die Tür und sagt, guten Tag, ich soll Ihr Klavier abholen. Ich sage, Sie haben doch nur einen Arm, sagt er, wieso haben Sie zwei Klaviere? Also es ist ja so. Wie gesagt, aber sonst habe ich im Moment nichts als Ärger. Ich bin sowas von fertig im Moment. Ich bin manchmal so deprimiert. Da wünschte ich mir, meine Mutter hätte damals die Pille genommen. Also ehrlich, ich bin sowas von fertig. Ich bin ein richtiger Pechvogel. Ich kaufe mir einen Anzug mit zwei Hosen, verbrenne mir das Jackett. Ne? Ja. Ne? Andere Bund in der Nase und stoßen auf Öl. Also im Moment, du, nichts als Ärger. Mein Führerschein ist zur Kur in Bad Flensburg im Moment oben. Ne? Ja, ich hatte ein bisschen Ärger mit der Polizei. Ich habe da meinen Wagen in der Waschanlage gewendet. Das wollten die nicht haben. Ne? Und habe ich neulich noch einen Geisterfahrer auf der Autobahn überholt. Also im Moment, du, ich habe so viel Ärger mit der Polizei, du, ehrlich, du. Ich sage ja immer, komm, Freunde, du, zwei Bier, zwei Korn, hast du 0,8, du, ne? Nicht? Eine Frau, zwei Kinder, hast du 0,6, du. Ehrlich, du. Ist so. Das ist so ein Spruch im Moment, wenn ich an Polizei denke, immer auf dem Herzen liegt, du. Ehrlich, die Sauferei. Ich sage immer grundsätzlich, Kinder, kein Alkohol beim Autofahren. Nee, wir halten ein. Ne? Fährst durch den Schlagloch, verschüttest alles. Ist doch ärgerlich. Ich hab im Moment so viel Ärger, du. Deshalb habe ich neulich, hatte ich mal einen Abend, du, da habe ich 10 Flaschen Alkoholfreies getrunken, du. Hohoho, ich denke, meine Leber kommt in die Klapsmühle, du. Ehrlich, du. Ich war sowas von. Du, ich bin losgefahren mit dem Auto, du. Du, nach 2 Kilometern haben die Brüder mich angehalten, du. Halt, du. 50 Mark habe ich mir zahlen müssen. Ich war nicht angeschnallt. Naja, ist egal. Du. Es ist. Ihr seht im Moment, du, nichts als Ärger. Nichts als Ärger. Mein Schwager ist vor ein paar Wochen im Autokino noch erfroren. Ne? Ja, da wollte sich den Film ansehen, im Winter geschlossen. Was, also im Moment, du. Schwiegermutter ist kürzlich am Blinddarm operiert worden. Es geht ihr schon wieder gut. Ihr seht, also auch Ärzte machen Fehler. Nicht? Also im Moment, du. Ehrlich, ich habe nichts als Ärger, du. Schwiegermütter kommen hier nicht in den Himmel. Ich weiß, ob ihr das wisst. Drachen dürfen nur 300 Meter hochsteigen. Es ist ja. Ja! Ne? Nichts als Ärger! Kennt ihr das Idealgewicht einer Schwiegermutter? 3,5 Kilo mit Urne. Oh, hau, hau. Ja? Nichts als Ärger, du. Ehrlich, letzte Woche so ein Katerfrühstück zu Hause und meine Frau war sauer, die hing so an dem Tier, nicht? Also im Moment, du. Ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag einen Nerz geschenkt und der frisst so schlecht. Ne? Sie hat mir eine Flasche Aftershave geschenkt. Dabei rasiere ich mich nur im Gesicht, was ein Quatsch. Ne? Aber sonst, Kinder, aber sonst führen wir zu Hause so eine Ehe. So, so bevor meine Frau sagte, ja Freunde, sag mal, man kommt gar nicht zu Wort, pass mal auf. Du, damals sagte meine Frau zu mir, du, Alter, bevor es mit uns losgeht, will ich dich aufklären. Du, wenn ich meinen Scheitel links trage, bin ich unpässlich. Wenn ich ihn rechts trage, habe ich meine Migräne. Nur wenn ich meinen Scheitel in der Mitte trage, dann bin ich für alles bereit. Ich sage, Mädel, ich will dich auch gleich aufklären, du. Morgens trinke ich mal 2 Whisky, mir das trinke ich 4. Sagst du, das ist ein bisschen viel? Ich sage, sei ruhig, abends trinke ich eine ganze Flasche. Und ist mir das scheißegal, wo du deinen Scheitel trägst. Es ist ja. Hä? Ja. Ja. Du, wir führen eine glückliche Ehe. So. Ich sag neulich zu meiner Frau, ich sag, Schatz, was wünschst du dir dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten? Sagt sie, die Scheidung. Ich sag so, wo wollte ich eigentlich gar nicht ausgeben? Aus dem Leben gegriffen, Nick. Nein, wir führen eine glückliche Ehe, du. Meine Frau hat mir jetzt endlich nach dem dritten Kind das Du angeboten. Also, wir führen eine glückliche Ehe, du. Wir haben ja auch damals nur geheiratet, weil Gegensätze sich anziehen. Meine Frau war schwanger, ich nicht. Also, Ich habe ja meine Frau damals durch einen Blitzflirt kennengelernt. Also während ich ihr den Hof machte, machte sie schon die Betten. Also als ich noch im 7. Himmel war, war sie schon im 8. Monat. Wir führen eine glückliche Ehe. Wir führen eine glückliche Ehe. Ich rauch nicht, ich trink nicht, ich hab nichts mit Männern. Ihr lacht durch. Ich bin einer von den wenigen Künstlern, die noch normal sind. Doch. Ach. Habt ihr das gehört? Wir haben jetzt auch das Testament von dem Walter Sedlmayr eröffnet. Habt ihr das gelesen? So. Die Stofftiere kriegt Harpe Kerkeling und die Dirndlkleider kriegt Alfred Biolek. Das ist ja.
Das ist ein schönes Thema, ne? Ne? Sagte einer zum Süße, ach, sagte, ich versuch's mal wieder mit Frauen. Sagte, nein. Ja, ich versuch's mal wieder mit Frauen. Nach 4 Wochen treffen sich die wieder, sagte, mit Frauen die wieder, du. Sagte, warum denn nicht? Ach, sagte, die haben keinen Busen. Unten ist auch nichts. Sagte, eine Dummerchen, du musst sie doch umdrehen. Freunde, ich bin ganz vom Thema abgekommen. Aber ihr merkt schon, ich stehe auf Frauen. Das ist doch ein herrliches Gefühl, Männer, ne? Ja, eine schwache Reaktion. Man hat fast das Gefühl, das ist ein schwuler Laden hier. Aber ist es ja nicht. Ne? Nein, nein. Lieber 5 von 12 als eine nach 1. Also ich liebe die Frauen, ja. Es gibt ja immer Leute, die sagen, alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Aber so kann man das ja auch nicht sagen. Man muss ja, Kinder, ne? So muss man das ja nicht sagen, ne? Ich sage lieber 7-mal mit Schneewittchen als einmal mit den Zwergen, du, das ist klar, ne? Ich nehme alle zwischen 17 und die mir schnell genug auf den Baum raufkommen, aber Kinder, ich liebe etwas mir die Pummeligen, die Runden, also die Frauen, die eine Flurtür öffnen können, ohne die Küche zu verlassen, also, ja, ne? Dabei ist meine Frau zu Hause so mager, mit dem zweiten Bauchnabel würde sie aussehen wie eine Blockflöte, nicht? Also die ist, ja. Die ist so mager, wenn sie ihren Pelzmantel anzieht, dann sieht sie aus wie ein Pfeifenreiniger. Also die ist ehrlich. Die ist so mager, das glaubt ihr gar nicht. Die trägt um Hals zu Schild, steht drauf bei Vergewaltigung diese Seite nach oben. Also es ist ja, ja. Ja, die nimmt nachts immer eine Frikadelle mit ins Bett, damit die Wanzen was zu beißen haben. Es ist wahnsinnig. Ja, wenn sie bei uns am Dorfteich sitzt, dann wird sie von den Enten gefüttert. Die kam kürzlich zum Fotografen und hat gesagt, Herr Fotograf, können Sie mal ein Brustbild von mir machen? So eine gnädige Frau, ich bin doch kein Pfadfinder, nicht? Es ist ja, So, Freunde. Ihr merkt, wie wir ein bisschen eine Familie werden. Wie die schon mal hier waren, vor vielen, weiß nicht, wann ich zuletzt hier war, die werden merken, ich merke ja immer so am Anfang so ein bisschen, ich bereite mich ja immer vor. Sigi weiß das auch, ich präpariere mich auf so einen Abend, wenn ich bei Holz am Zoo bin. Dann, ich habe mich auch heute Nachmittag noch ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Es war nicht meine eigene, aber hat viel Spaß gemacht. Und, nee, also ich muss ja auch am Anfang, kannst du das Wasser nicht halten, oder was? Nee, ich muss meine Alimentenflasche ausschalten. Ja, ist ja richtig, mach das, Alter. Schön groß an, ne? Aber nicht erst hinsetzen. So. Hier wird noch technisch gearbeitet. Macht nichts, ist noch nicht ganz perfekt, das kriegen wir hin. Wenn ich fertig bin nachher, dann stimmt das alles. So, Kinder. Du, ich bin heute gekommen, ich muss das ganz kurz schildern, ich bin heute gekommen oben, mal wieder Oranienburg runter und dann rein in Richtung Stolpe. Kennt jemand Stolpe oben? Du, ein schönes Nest, schöne Gegend. Du, schöne Gegend oben, du. Du, kurz vor Stolpe stand der Typ mit der Daumenbewegung, können Sie mich mitnehmen? Ich sag, dann machen Sie mal den Mund auf. Ah, ich sag weiter, ah, ich sag noch weiter, sag weiter, geht nicht. Dann kann ich sie auch nicht mitnehmen, sie passen nicht auf meine Anhängerkupplung. Es ist, wie gesagt, Kinder... Wie gesagt, Freunde, ich rein nach Stolpe Downtown City. Ich weiß nicht, wer Stolpe kennt. Du, aber schön. Du, ich in die nächste Kneipe rein, gut bürgerliche Eckkneipe, war Remi Demi, waren Leute drin, das Rotwein getrunken, ich trinke mal Rotwein, sieht man bei der Blutprobe nicht so. Und früher habe ich immer Tee getrunken, da sind mir die kleinen Beutel hier im Hals stecken geblieben, das war ein Theater. Du, eine schöne Kneipe. Ich sitze am Tresen, da plötzlich mein Nachbar zu mir, gib mal ein paar Zigaretten, meine sind noch im Automaten. Also du, da waren, ja. Du, da waren nur nette Leute. Du, 3 Hocker weiter, sagt einer, oh, ist mir übel, ich habe mir den Magen verdorben. Ich sag, was hast du denn gegessen? Muscheln. Ich sag, vielleicht waren die schlechter, da weiß ich nicht, ob sie nicht aufgemacht. Also da war ja Stimmung. Du. Da war Stimmung. Du. Da kam so ein Typ mit der gelben Armbinde rein, mit seinem Hund, der warf die 3-mal hoch, sagt er, was soll denn der Blödsinn? Sagt er, man wird sich doch mal ein bisschen umgucken können, nicht? Oder? Da war Stimmung, du! Da kamen 2 Taubstumme rein. Die gehen ans Fenster, der eine zieht den Vorhang zu, der andere zieht ihn wieder auf, sagt er, wird alles klar, Jungs, ein dunkles, ein helles. Also da war ja was. Da war richtig Stimmung. In Stolpe, Downtown City. So, da ist aber was. Du musst mal hinfahren. Stolpe, Downtown City. Schöner Laden. Da saßen 2 Bauern vor einem großen Spiegel an der Wand.
sagte eine plötzlich zum anderen, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, sagte der andere, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Ich geh mal hin, ich frag mal, der steht auf, der bleibt sitzen, der kommt schon. Also, da war ja was los. Ehrlich. Da war Stimmung. Da kam Lilliputaner rein, knallte sich an Tresen, bestellte sich einen doppelten Vierfach, diesen polnischen Landwein, Wodka mit vorgelutschtem Eis. Kippt den runter, so brr, das zieht einem ja alles zusammen, da wird keine Beschwerden, du bist schon so klein reingekommen. Da war ja Stimmung. Hä? Stolpe, Downtown City. Schöner Laden, müssen wir hinfahren. Kleine gutbürgerliche Eckkneipe. Da habt ihr aber Zeit, das muss ich erzählen, da saß ja wohl eine Blondierte am Tresen, Freunde. Bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch, weißt du? So ein nächtlicher Raubvogel. Die war so in dem Alter, wie soll ich sagen, die war in dem Alter, wo die Rose zur Haargebutte wird, wisst ihr? Freunde! Augen hatte die, Augen wie ein wartendes Doppelbett, also Augen, Freunde. Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht, also wunderschöne Dinge. Ehrlich, die schielte, die konnte ihre Rente an zwei Schaltern abholen. Also ehrlich, die hatte, aber einen schönen Ton hatte sie, eine Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich. Also Freunde, was die sich ins Gesicht gespachtelt hatte, also dafür würde Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen, also ehrlich, ja. Und eine Nase, Freunde. Ein Gewürzprüfer, also sowas Großes habe ich noch nie gesehen. Die konnte beim Duschen rauchen und ein Mund wie ein altdeutscher Wohnzimmerschrank. Also nicht so antik, aber so geräumig. Die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sagen. Also ein Mund, also ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, Kinder. Und ich habe nichts gegen Ohren, aber Satteltaschen gehören ans Fahrrad. Pass auf, die hatte ja ehrlich. Und eine Zunge, die konnte einen Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Pass auf, Spaß beiseite. Du, es war schön, du. Spaß beiseite. Sie war, wie gesagt, wie soll ich das schildern? Sie war nicht gerade sinnlos hübsch. Aber sie hatte eben alles, was ein Mann sich wünscht. Bart, Muskel. Gut besuchte Bluse, Kinder, die hatte ja, ehrlich, die hatte ein Dekolleté, die trug den Nabel als Borste. Also die konnte sich, ehrlich, die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen. Also pass auf. Ja, ehrlich, sowas hatte ich seit meiner Entwöhnung nicht mehr gesehen. Pass auf. Beine bis oben hin, bisschen verkehrt eingeschraubt. Ne? Aber gehörten ihr selbst. Pass auf. Ich runter von meinem Barhocker, swing auf sie drauf los mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers, weißt du? Und sagt, na Süße, wir beide wollen bestimmt das Gleiche. Oh, sagt sie, ja, lass uns eine Frau aufreißen. Also da war Stimmung. Aber ein schöner Laden, du. Stolpe Downtown City. Müssen wir hinfahren. So, und vornehmen, da geben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld. So. Ja. Die Leute essen da Kaugummi mit Messer und Gabel, die spielen da mit Rouladen-Jojo, also ganz vorne. Da gibt's keine Servietten, dafür läuft ein großer Bernardiner durchs Lokal. Ja, die Rechnung kommt nur flambiert, also da kannst du, und sowas von sauber, also da, ja, das schmeckt alles nach Seife, die haben auch alles, die haben alles. Bockbier, Altbier, Shakespeare, dann haben die Kürbisbowle mit ganzen Früchten und Apfel im Schlafrock mit Lockenwintern, die haben da alles. Für die dritten Zähne haben die Schappi mit Nährschutzlotion. Die haben da alles. Die verkaufen in der Kneipe sogar Strumpfhosen. Stand auf dem Tresen so ein Schild, Edelzwicker, 4,50 €. Weißt du, die haben da, ja. Ne? Ehrlich, ich habe doch vorhin eine Rinderzunge gegessen, die war so frisch, mit der konnte man sich doch unterhalten. So. Da war aber Stimmung. Und dann kam die Kellnerin an mit meinem Essen, unter jedem Arm ein Meterbrot. Knallt die Sachen hin. Ich sage, das Meterbrot ist ja klitschen nass. Ja, was meinen Sie, wie ich schwitze? Da war ja Stimmung. Und dann kam der Ober an mit meiner Suppe, natürlich den Daumen drin. Ich sage, muss das sein? Sagt er, das muss sein. Das hat mein Arzt mir verordnet. Wärme ist gut gegen Rheuma. Ich sage, können Sie den Daumen denn nicht woanders hin tun? Sagt er, das mache ich immer, wenn ich auf die Suppe warte. Es ist ja ein vornehmer Laden. So. Da saßen zwei am Tresen, die spielten Talsperre, ließen sich volllaufen.
Die badeten ihre Leber in Cognac. Sagt der eine, ich habe im letzten Krieg mit 10 Liter Benzin ein U-Boot versenkt. Sagt der andere, das ist gar nichts. Ich habe im letzten Krieg einen Flieger mit der Mistgabel runtergeholt. Sagt er, aus der Luft? Nee, von meiner alten. Da war ja Stimmung. Kam einer reingeschaukelt und sagt zum Wirt, Paul, ich glaube, ich habe Durchfall, Junge. Sagt er, wann hast du das denn bemerkt? Sagt er, eben vor der Tür, als ich die Fahrradklammern abmachte. Da war ja Stimmung. War ein schöner Laden, du. Stolpert downtown City. Sagt er, du, ich habe mal eine Frage. Kann man da nicht bei Rot über die Kreuzung gehen? Sagt er, natürlich, ich muss die Arme aber schön hochnehmen. Sagt er, warum denn das? Ja, damit sie im Krankenhaus das Hemd besser ausziehen können. Ne? Wo bist du denn nur hin? Gnädige Frau, schreiten in die Tropfsteinhöhle. Ohne Täschchen? Damen gehen sonst immer mit Täschchen auf Klo, damit sie auch was in der Hand haben. So, pass auf. Da war was los, Stolpe in Downtown City, solche Kneipe. Da macht er, sagt der Wirt zu einem Gast am Tresen, sagt der Erwin, warum bist du gestern nicht zum Kegeln gekommen? Sagt er, ganz ehrlich, ich war drauf und dran. Sagt er, das kann ich verstehen, da wäre ich auch nicht gekommen. Sagt der Erwin, kennst du den Unterschied zwischen erotisch und pervers? Sagt er, nee, kenn ich nicht. Pass auf, ich erkläre dir das. Erotisch ist, wenn du eine Entenfeder nimmst und killerst deiner Frau da ein bisschen den Rücken mit. Das ist erotisch. Dann drehst du deine Frau um und killerst ihr mit der Entenfeder den Bauch. Das ist erotisch. Sagt er, was ist denn pervers? Sagt er, wenn du die Ente dran lässt. Es ist ja... Ihr merkt schon, wenn man rumkommt heute, ne? Man kann solche Sachen erleben, ihr glaubt es gar nicht. Ich bin im Moment so viel auf Montage, du. Oh Gott, Deutschland ist so groß geworden. Ich war neulich unten im Tal der Ahnungslosen, du, da unten, du. Bautzen in der Ecke, du, das ist so. Da kommt einer die Tankstelle, du, da kommt einer die Tankstelle und sagt zum Tankwart, ich hätte gern für meinen Trabi 2 neue Scheibenwischer. Ja, so, das ist endlich mal ein faires Angebot. Es ist ja... Du, wenn man rumkommt, du. Vor ein paar Wochen war ich noch beim Urologenkongress in Darmstadt und war auch schön. Waren nur feine Pinkel da unten, weißt du. Und, oh Gott, letzte Woche bin ich ja erst hier von Berlin rübergeflogen nach Hamburg. Also mir tun jetzt noch die Arme weh. Ich habe ja... Ja, ich habe hier ein paar Tage im Krankenhaus gelegen. Ich hatte Meniskusschaden an der Iris. Also ich wollte einem Kind ausweichen und bin von der Couch gefallen. Also ehrlich, man kann... Was ist denn da hinten los in der Ecke? Das Geburtstag oder was? Nee, du, wenn man unterwegs ist, du... Aber Berlin ist schön, du. Ich wohne hier ja gern, du. Ich habe manchmal Hotels. Ich habe im Moment wieder eins zu fassen mit 5 Sternen. 5 Sterne! Ich war drin, du, im Keller, im Souterrain. Du, da hatten die gemischte Sauna. Ich da rein, mach die Tür auf, da liegt da eine auf den Planken. Eine von diesen Mädels, die für einen Nerzmann alles tun und nachher kriegen sie nicht mehr zu. Kennt ihr die? Da habe ich eine gute Kinderschuh bestellt. Mich vor, gestatten Sie, mein Name ist Fips Asmussen, sagt sie angenehm, Adelheid Meier. Ich sage, das freut mich, sagt sie, das sieht man aber auch. Das war eine nette. Ihr lacht. Das war eine Witwe. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Pass auf, und ich habe da ein klein bisschen mit ihr geplaudert. Wir sind nachher ein bisschen essen gegangen. Um Mitternacht habe ich zu mir gesagt, Junge, willst du dir Kartoffeln pflanzen? Ich habe sie geküsst. Hat sie gesagt, wenn das mein Mann wüsste, dann würde sie sich im Grabe rumdrehen. Habe ich sie dann normal geküsst, damit er alle wieder in die richtige Lage kommt. Weißt du? Nach einer halben Stunde drehte der sich wie ein Ventilator. Da war Stimmung. Da war was los. Ihr merkt schon, wenn man unterwegs ist, Kinder, ihr glaubt es gar nicht. Und es gibt heute so schöne, ich sage immer, Kinder, wenn man losfährt, man muss ja nicht das eigene Auto, man kann mit der Reichsbahn, mit der Bundesbahn, die Bundesbahn hat auch alles. Bundesbahn hat, die haben Mädel, die haben Schlafwagen, da kannst du schlafen, die haben Speisewagen, da kannst du speisen, die haben Triebwagen. Und es gibt ja so schöne, ja, und es gibt ja so schöne Reiseziele heute, nicht? Du gibst herrliche Reise. London ist schön. London hat 8 Monate Winter, 4 Monate schlechtes Wetter. Das ist schön. London, so eine Stadt, was Wetter anbelangt. Du, manchmal ist es so windig, da kann der Regen gar nicht landen. Du, das ist ja. London, du, da haben die Meteorologen neulich 7 Tage gestreikt. Da hatten die eine Woche überhaupt kein Wetter. Aber, du,
Oder war das Florida? Florida? Du, in Florida sagt man, scheint an 365 Tagen im Jahr die Sonne. Und das ist eine ganz vorsichtige Schätzung. Oder runter in den Süden, Marokko, Sahara. Kennt ihr die Sahara? Unwahrscheinliche Parkmöglichkeiten. Also links, wenn man reinkommt, die eingemachten Könige, die Pyramiden. Auf der anderen Seite der heiße Sand, wo die Neger die Eier braten. Das ist aber Stimmung, du. Der Sommer ist doch so heiß, so trocken. Da laufen die Bäume den Hunden nach unten, du. Da müssen wir hinfahren, du. Aber zauberhaft. Du, da haben zwei Touristen haben unten in Afrika am Nil, direkt am Wasser unten ihr Lager aufgeschlagen. Nachts schreit der eine, oh, mir hat eben Krokodil ein Bein abgebissen. Oder eine welche, sondern weiß ich doch nicht, sieht ein Krokodil aus wie das andere Mensch. Es ist ja... Du, es gibt zauberhafte Reiseziele. Ne? Ein Bekannter von mir, der war jetzt, sagte, ich war jetzt in Moskau, du. Da war so ein Haus, da stand dran Mausoleum. Sondern da wollte ich mir ja auch eine Maus kaufen, sagte er, ne? Ja. Aber da standen 500 Leute in der Schlange. Die wollten alle eine Maus kaufen. Hab ich mich hinten angestellt. Als ich endlich dran war, war der Verkäufer tot. Ehrlich, also. Ihr merkt schon, wenn man verreist heute, es ist Zauber. Oder fahrt man nach Italien, das Land der deutschen Frauen, besucht mal den Dom von Santa Paprika. Das liegt in der Gegend von Pommes Frites, das ist aber schön. Da kann man herrliche Wanderungen machen, so mit der Pizza im Rucksack über die Parmesanfelder. Nimmt vielleicht ein Sonnenbad am Lido von Venedig, macht anschließend eine Gondelfahrt durch die Latrinen da, das ist aber schön. So. Es gibt zauberhafte Reiseziele. Ich kann da, guck mal, und unser eins, ich weiß es also immer, ich schaffe nicht immer das beste Hotel. Ich komme mit an einen Bauernhof. Sagt der Bauer, wir haben nichts mehr frei. Ich sage, hören Sie mal zu, eine kleine Ecke, wenn Sie für mich haben, sondern höchstens am Heuboden. So, das können Sie mir nicht zumuten, wenn ich mich erkälte. Brauchen Sie keine Angst haben, meine Magd, die schläft schon jahrelang oben, jetzt werden Sie nie erkälten. So wurde auf Ihre Gefahr nicht, die leider hoch dunkel war, das oben Stockfenster und kalt. Ich habe oben alles gefunden, auch die Magd. Und wir haben uns zusammengetan in der Kälte, was sollen wir machen? Ich habe richtig ihren Playtext unterwandert, da war Stimmung oben. Und raffiniert war das Luder hinterher, sag ich, na mein Dirn, bei dir war ich aber auch nicht der Erste. Nee, der Letzte, morgen gehe ich nämlich ins Altersheim. Es ist, okay? Ihr merkt also, wenn man heute, ne? Oh, nee. Gestern hatte ich eine schöne Veranstaltung, gestern war ich in Bad Pyrmont, war schön. Haben die Leute vor Begeisterung mit den Gallenstein geklappert, also da. Ich weiß nicht, wer Bad Pyrmont kennt. Du, die haben aber einen Kursaal, du, größer als Holz am Zoo, muss ich leider sagen. Alles im Vampirstil gehalten. Wände, Makaroni getäfelt. Auf den Tischen standen überall, wie sagt man, diese achtarmigen Kadaver, Freunde, es war wunderschön. Es war ein Abend und es war, wie bei euch, so knackig voll, richtig so. Da saß gestern Abend ja wohl alles, was Rang und Schulden hatte, also. Vorne saßen so die Herrscher in den Smokings, hinten die Leute in den eigenen Anzügen. Also das waren, wie sagt man, das waren VIP-Leute, VIP, V-I-P, Worry Impotent People. Und da ging es los, da ging es ab. Es fetzte. Auf einem Tisch lag sogar eine Luftschlange. Da war Stimmung. Das Deodorant der Kellnerin hatte längst versagt. Schwitzflecke groß wie Suppentassen. So, also von der Stimmung her, dass ich jetzt nicht lüge, von der Stimmung wie bei euch heute Abend. Die Kellnerin kam von da, kennst du sie? Ne? Die war auch nur Kellnerin geworden, weil ihr Augenarzt gesagt hat, sie soll Gläser tragen. Pass auf, die kam von da. Ne? Und als sie so quer durch den Saal ging, da sagt plötzlich einer, bring Fips schnell mal ein Bier nach vorne. Das steht schon. Ist das ein Bier? Habt ihr noch andere warme Getränke hier, Junge? Geht nicht mehr, Alter? Nee, geht nicht mehr. Ich kenne das Gefühl, Junge. Oh, die jungen Leute heute, du. Warum schenkt ihr eigentlich Bier in Schnapsgläsern ein? Wo warst du denn bloß so lange nicht? Tja, normalerweise kommt ja bei mir kein Tropfen Alkohol auf den Tisch. Ich passe immer auf beim Einschenken. Nee, ich bin trocken, da den ich Pampers nehme, aber kümmern. So ein kleines, gut geschenktes Pilz. So mit dem alten Trinkspruch, O Escolapo, halt uns frei von Rizinus und Brunst, Tabletten und segne unser Morgenei, das wird uns vom Versauern retten. Prost. Lass uns mal anstoßen, Freunde, so viel Zeit muss sein. Komm, heb mal die Gläser, damit man sieht, ob ich was bestellt habe. Komm. So, mehr darf ich nicht.
Ich habe den Stolpe vorhin schon Ärger gehabt, du. Die haben mich da angehalten. Haben Sie was getrunken? Ich sage nur ein Wachmeister, Herr Jägermeister. Sagt er, bitte Führerschein jetzt mal wiedergeben, der gehört mir nicht. Guck mal, Sie in schneeweißer Bluse. Weiß, die Farbe der Unschuld. Aber die Bluse ist schon ein bisschen älter, nicht, oder? Nee, war ein schöner Abend gestern in Bad Pyrmont. Ich habe gestern einen Bekannten von mir getroffen, du, der war zur Kuh in Bad Pyrmont. Ein Bauer, ein Landwirt, ein Nachbar von mir. Ich wohne auf dem Lande und er war knittert bis unter die Prothese, bis zum Eichstrich. Er hatte seinen Zwei-Phasen-Reiniger zu sich genommen, Bier und Korn, weißt du. Oh, ich sag, Alter, warum säufst du? Hast du Sorgen? Hast du Ärger? Ärger habe ich ja mit meiner neuen Kuh. Die frisst und säuft wie verrückt, gibt keine Milch. Wenn sie brüllen soll, steht sie mit dem Rücken zur Wand. Ich sag, wo ist die denn her? Aus dem Sauerland. Ich sag, kenn ich, hab ich meine Frau auch hier. So. Mein Nachbar, das war auch ein Typ, du. Mein Nachbar, du. Der unter Alkohol. Das muss ich, kann ich vielleicht kurz erklären, Freunde, mit dem Alkohol. Das hat er von seinem Vater geerbt. Sein Vater war ja damals ewig im Delirium. Sein Vater, der hat ja immer gesagt, lieber ein stadtbekannter Trinker als ein anonymer Alkoholiker. Bei seinem Vater kam das daher, der hat bei einer Fertighausfirma gearbeitet damals und die Brüder haben ja jeden Tag Richtfest, weißt du? Und daher hat der so einen kleinen doch mitgekriegt. Der war ja dann eine Zeit lang Stubenältester im Trinkerheim. Also der hat ja sein Vater und der Alkohol. Der hat ja, sein Vater hat ja zuletzt noch im Fernsehen das Double von Harald Juhnke gespielt. Also, der, ja, auf dessen Beerdigung waren damals 4 Brauereien. Also, ehrlich gesagt. Ja. Dumm. Sein Vater hat er zu mir gesagt, morgen wird mein Vater beerdigt, kannst du mir da einen schwarzen Anzug mal geben? Ich sage, natürlich, nach 14 Tagen ist es aber Zeit, dass du mir den schwarzen Anzug mal wiedergibst. Ich sage, das geht nicht, aber warum denn nicht? Beerdigung ist doch längst vorbei. Ja, den hat mein Vater doch an, Mensch. Also, nur sowas, ne? Sein Vater wollte ja zu Lebzeiten immer so gern nach Venedig. Und da haben sie ihn in Venedig beisetzen lassen, 3. Klasse. Pfarrer und sah ich in der Gondel, die Trauergemeinde musste schwimmen, da war was los. Nee, du, mein Nachbar, das ist auch ein Typ, du. Der und der Alkohol. Fährt er nämlich bei uns durchs Dorf mit seinem Motorrad. Alle 100 Meter fällt er um. Ich sag, bist du schon wieder besoffen? Sagt er, nee, meine Frau hat mich verlassen, hat den Beiwagen mitgenommen. Nur sowas, du. Mein Nachbar ist auch ein Typ. Pass auf, den muss ich euch ein bisschen näher bringen. Das ist so ein Typ, wie soll ich sagen, ich sag es immer, so ein richtiger Fuchs. Nicht so schlau, aber so stinkig. Also, ja, richtiger, also so ein... Wie sagt man, also das ist so ein, also der hat ein Gedächtnis wie ein Emmentaler, wo die Löcher sind, ist das Wesentliche, also der das ist ein Typ, ja, den kann man nur noch als bewegliche Straßensperre verwenden, also den haben sie mal verkehrt gedüngt, zu spät umgetopft, wo andere Männer Hormone haben, hat er Blumenzwiebeln, könnt ihr vorstellen, also er ist so ein akademischer Schlafzahn, auf Deutsch ein Snob, ein richtiger Snob. Also wenn der ein Buch lesen will, dann schreibt er sich eins. Also, ja, richtiger Snob. Seine Bildzeitung bezahlt er nur beim Eurocheck. Also, da, richtiger Snob. Nicht, will sich auch im Sitzen beerdigen lassen, damit er die Grabrede selbst halten kann, weißt du? Das ist, ja, richtiger Snob. Hat sich jetzt eine neue Segeljacht gekauft, nur weil die alte nass geworden ist. Also, ja, richtiger Snob. Der hat zu Hause auf dem Klo keine Brillen, der hat Kontaktlinsen. Also, ehrlich, so ein Typ. Ja. So ein Typ. Und ein Typ, er ist auch so ein Typ, der immer Sprüche... Das ist auch so ein Typ, der immer Sprüche drauf hat. So ein Schweißfuß kommt selten allein oder richtige Sprüche. So Nachdenken, so. Nicht, was nützt die sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt oder der hat Sprüche drauf. Nicht, will der Eber Single sein, zieht er seinen Kringel ein oder der richtige Sprüche. Nicht, willst du wirkungsvoll verhüten, nimm mir Liter Filtertüten. Also der hat richtige Sprüche. So. Nee? Richtige Sprüche. Nicht so nach dem Motto, wenn du noch eine Schwester hast, die hässlich ist und mager, dann kannst du machen, was du willst, dann kriegst du keinen Schwager. Es ist ja, der hat Sprüche drauf. Nee? Der hat nur solche Sprüche drauf. Ich glaube es nicht. Sagt er neulich so schön zu mir, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen einem Aeroplane und einem Baby? Ich sag, nee, kenn ich, pass auf, ich erkläre dir das.
An aeroplane goes from city to city and a baby goes from titty to titty. Das ist ein Typ. Neulich hat er einen schweren Unfall gehabt beim Milchtrinken, hat sich die Kuh auf ihn gesetzt, also der hat ja auch so. Ja. Sagt er, weißt du eigentlich, wie der echte Eierlikör hergestellt wird? Ich sage, nee, keine Ahnung, was habe ich erklärt das? Man gibt den Hennen jedes Mal einen Liter Wodka mit ins Fressen. Ich sage, um Gottes Willen, da kriegen die armen Tiere ja Durchfall, siehst du? Das ist der echte Eierlikör. Ich weiß ja nun nicht, wer von euch so richtig draußen wohnt auf Lande. Ich wohne ja nur gern draußen, muss ich sagen. Bei uns, ich wohne ja auch in einem Dorf, Freunde, ich mache es gar nicht erzählen. Wir haben ja ein Dorf, ich meine, du, ich wohne ja weit draußen, also weit weg von Gut und Böse. Also wir haben ein richtiges Dorf, also wir haben bei uns jetzt der aufrechte Gang eingeführt worden. Also bei uns sind die Hügel noch eben. Du, von oben hin scheiße ist ein Berg, also bei uns ist... Du, wenn bei uns einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, wer das Geld hat. Also bei uns, ja... Du, ihr lacht, du, bei uns im Dorf, da gehen die Leute noch angeln. Da haben die Leute noch Würmer. Du, bei uns ist schön. Du, alles alternativ. Regenbogen erscheint bei uns in Schwarz-Weiß. Ja, bei uns ist neulich noch eine Frau beim Gardinenbügel aus dem Fenster gefallen. Also, bei uns ist schön. Du. Bei uns gibt es Leute, die haben noch eine Badewanne mit zwei Abflüssen. Einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser. Also, bei uns ist schön, du. Bei uns im Dorf, du. Ganz saubere Luft, weil die Bewohner ja nie die Fenster aufmachen, nicht? Also, bei uns, ja, du, wir haben ganz gesundes Klima. Wir mussten ältesten Einwohner vergiften, um den Friedhof einweihen zu können. Bei uns ist schön im Dorf. Und unser Bürgermeister will doch gar keinen Friedhof haben. Das ist so ein Typ, der nimmt das Wort Leichenschmaus noch wörtlich. Pass auf, jetzt haben wir... Du, jetzt haben wir einen schönen Friedhof. Auf einem Grabstein steht drauf, hier ruht in Frieden Dr. Horn. Hat einer drunter geschrieben und ihr behandelt ihn. Die liegen weiter vorn. Es ist ja, ja, bei uns ist schön im Dorf. Ja. Bei uns haben die Bauern kürzlich einen Leistungswettbewerb für Kühe veranstaltet. Und eine Kuh ist aus dem Stand, ob ihr das glaubt oder nicht, 5 Meter hochgesprungen. Den Rekord hat die Jury nicht anerkannt, war ein Kurzschluss in der Melkmaschine. Also man muss, ja. Bei uns im Dorf, du... Wir haben sogar einen Pfarrer bei uns, einen Pfarrer, jung, modern, dynamisch, menschlich aufgeschlossen. Er sagt immer so schön, die Kirche ist der ADAC fürs Jenseits, der hat ja einen. Der wollte nur den Kaffee über die Grenze schmuggeln. Steckt sich 1 Kilogramm in den linken Arm, 1 Kilogramm in den rechten Arm, sagt der Zöllner, na Hochwürden. Auch etwas eingekauft, ja mein Sohn, 2 Kilo Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Guck mal, das ist unser, ne? Das ist unser Pfarrer. Bei uns ist schön im Dorf, du. Nee. Kinder, und was gehört in jedes Dorf? Ihr gebt mir recht, eine Kneipe. Wir sagen Kommunikationszentrum dazu, wo man sich was zu sagen hat. Nicht? Ich sage mal, in der kleinsten Kneipe ist es gemütlicher als in der größten Fabrik. Ist das nicht so? Das kannst du wohl laut sagen, nicht? Ja, wir haben einen richtigen Wirt von früher noch, wie man sich einen Wirt vorstellt. Hier, große, stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur, weißt du, ein Wirt? Du. Aber, hier, der ganze Tisch, hast du gemerkt? Hier, der ganze Tisch raus. Hier, alles zusammen. Aber ein richtiger Wirt. Hier vorne mit dem, hier Delikatesse schuppen wir vorne. Aber seine Frau sagt immer so totschick, wenn ein Arbeitsloser ein Dach über den Kopf hat. Pass auf, das ist ein... Du, das ist ein Wirt. Du, der geht immer rückwärts aufs Klo, da kann man seinen großen Füßen so schlecht wenden. Also ein Wahnsinn. Neulich in seiner Kneipe, kommt immer aus der Toilette entgegen, strahlt mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Ich habe eben gezogen, 2x London. Es ist ein Wahnsinn. Nur sowas, du. Das ist ein Wirt, du. Sagt er neulich zu mir, wusstest du eigentlich, dass Küssen blind macht? Ich sag, wieso denn das? Oh, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst. Ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen, du. Das ist... Muss ich aber erklären, der ist mit den Augen nicht gut zu Fuß, also er behält ja auch beim Schlafen die Brille auf, der will sehen, was er träumt. Ne? Sagt er neulich, ich träume immer in Englisch. Ich sag, was stört dich daran? Die deutschen Untertitel. Also es ist Wahnsinn. Mit den Augen kommt er neulich von der Yacht nach Hause. Ich sag, was hast du heute geschossen? Drachenflieger. Hast getroffen? Nee, aber die Beute hat er fallen lassen. Es ist ein Wahnsinn hier. Ne? Nur sowas. Ich hab mit den Sachen, ihr glaubt es nicht. Nur sowas. Freunde, ich habe mit den Sachen erlebt, du. Ihr glaubt es nicht. Ich sag, wie gehst du dieses Jahr eigentlich zum Fasching, zum Karneval?
Sagt er, nackt auf Rollschuhen. Ich sag, und was stellst du da? Da dein Spielzeug zum Ziehen. Also der hat da auf die. Neulich wollte er seinen Hausarzt überlisten. Nimmt dieses ominöse Urinröhrchen, lässt erst seine Frau, dann den Hund, dann die Katze. Zum Schluss plätschert er selbst noch was oben drauf. Ne? Der Arzt untersucht diesen Cocktail und sagt, mein lieber Freund, von Ihnen weiß ich jetzt alles. Ihre Frau geht fremd, ihr Hund hat die Staube, die Katze geht jung und sie geht morgen wieder zur Arbeit. Und sein Hausarzt, das ist ja auch eine Kanone, der Mann. Du, oh, hau, sein Hausarzt. Das ist ein Arzt, du, der weiß nicht, wie man Hämorrhoiden schreibt, aber der weiß, wo die sitzen, du, das ist aber ein Arzt, das ist ein Doktor, das ist eine Kalamität, der Mann. So. Der operiert nur barfuß, die Socken braucht er für die Narkose, also das ist ein Arzt, du. Das ist ein Doktor, du. Aber ein richtiger Doktor, ein Arzt, du, bei Durchfall verschreibt er einen Handstand. Pass auf, da hat er mal, ehrlich. Da hat er mal gesagt, Herr Doktor, ich habe so furchtbar große Poren. Ja, versuchen Sie es mal mit ganz kleinen Korken. Sagt er, dann habe ich mein Glasauge verschluckt. Ja, so, da ziehen Sie sich mal aus, bücken sich, der Doktor guckt und sagt, ich kann nichts sehen. Sagt der komische Herr Doktor, ich sehe Sie ganz genau. Ne? Sagt der Doktor, dann kann ich mir das Rauchen nicht abgewöhnen. Sagt er, haben Sie schon mal mit Kaugummi versucht? Sagt er, habe ich, aber das brennt so schlecht. Wie viele rauchen Sie da so am Tag? Sagt er, 80 Stück. Sagt er, um Gottes Willen, raus er von morgens bis abends. Sagt er, nee, von mittags bis abends. Was machen Sie bis mittags? Sagt er, husten, Herr Doktor. Sagt er, Herr Doktor, Hand aufs Herz unter Männern. Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Ja, sagt er, an Ihrer Stelle würde ich mir keine Langspürplatte mehr kaufen. Und was die Liebe, was den Sex angeht, nur noch 50 Mal, dann ist Feierabend. Da kommt nach Hause, erzählt das seine Frau, sagt sie, Liebling, für diese 50 Mal. Da machst du mal eine schöne, übersichtliche Terminliste. Gesagt, getan, nach 4 Wochen, sagt sie, Schatz, wir sollten wir langsam mal anfangen. So, das heißt hier wir, du stehst auf der Liste gar nicht mehr drauf, Mensch. Es ist ja keine. Ihr lacht. Das ist eine glückliche Ehe. Ich meine, er wollte damals gar nicht heiraten, aber die Kinder waren dafür. Und Der hat 14 Kinder, also der wird mal an Überzeugung sterben. Also pass auf, der hat so häufig mit Erfolg gevatert. Den hat man immer Angst zu fragen, was gibt's Neues. Nimmt auch immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also ja, dann. Ne? Dabei hat er früher immer gesagt, eine kinderlose Ehe besteht aus Spaßvögeln. Also der hat früher mal gesagt, ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Können die führen? Ehrlich. Die führen eine Ehe, Freunde. Ehrlich. Der betet jeden Abend vorm Einschlafen. Lieber Gott, meine Frau ist sehr schön, ich habe sie sehr lieb, aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Das ist so. Ich habe mit dem auch Sachen, du, die führen eine Ehe, du. Ich sagte zu ihm neulich, wo warst du letztes Jahr nicht in Urlaub? Sagt er, ich war mit meiner Frau in Thüringen. Ich sag, und wie hat sie gefallen? Na, sagt er, so und so, du. Meine Frau ist zweimal vergewaltigt worden, ich habe zweimal welche in die Fresse gekriegt. Ich sag, wo bist du denn dies Jahr hin? Oh, sagt er, ich weiß noch nicht, meine Frau will wieder nach Thüringen, du. Es ist ja keine. Das ist eine glückliche Ehe, du. Und Kinder haben die, kommt die Tochter nach Hause und sagt, Mami, nein, wir sind in der Schule alle untersucht worden, nur eine ist noch Jungfrau. Sagt sie, das bist du nicht? Nein, die Lehrerin. Das ist ja. Hat der Kleine, der Achtjährige, mal gesagt, Papa, gib mir mal eine Taschenlampe, ich will heute Abend fenstern. Sagt mein Junge, wir haben zu unserer Zeit damals auch gefenstert, wir brauchen dazu keine Taschenlampe. Ja, dann guck dir Mama noch mal an. Also der Kleine, du. Freunde, ich komme ins Plaudern, ich will es nicht. Ich muss tatsächlich zwischendurch mal das Glas erheben. Wer ist Alfred denn? Du auch hier?
Ach, was fällt mir dazu ein? Der Pfarrer von der Kanzel spricht, wer schläft, ihr Lieben, sündigt nicht. Der Philosoph jedoch meint größer, wer vorher sündigt, schläft viel besser. Was Besseres fiel mir im Moment nicht ein. Ich muss dieses Gesöff hier erstmal loswerden. Kinder, ich freue mich ehrlich in der heutigen Zeit. Ich muss mal kurz sagen, ich meine, ihr braucht nur zu lachen. Aber kommt mal auf so einen Blödsinn. Und ich freue mich ehrlich, ich freue mich ehrlich über jeden einzelnen Lacher. Das ist heute nämlich teilweise schwer geworden. Bekannter von mir sagt, Lachen macht dick. Ich sage, wieso denn das? Ja, meine Schwester hat sich kürzlich einen Gastarbeiter angelacht. Die wird jetzt immer dicker. Es ist schwer. Es ist schwer. Freunde, Spaß beiseite, seien wir ehrlich. Seit Einführung der 0,8-Promille-Grenze kommt selbst bei Beerdigung keine echte Fröhlichkeit mehr auf. Ich war letzte Woche mit meiner Frau auf einer Beerdigung, eine ganz müde Stimmung. Als die Musik anfing zu spielen, haben wir als Einzige getanzt. Haben die alle was ins Grab geworfen, eine Dame warf einen Blumenstrauß, ich habe eine Frikadelle reingeworfen. Und sie meinen, dass er die noch isst? Ich sage, ihre Blumen stellt er auch nicht mehr ins Wasser. Da war es sonst. Da ging ein alter Mann über den Friedhof. Ich sage zu dem, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Ich sage, um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen. Es ist ja... Freunde, ihr gebt mir sicherlich recht. Das ist ein Thema, da muss man mal reden dürfen. Wir sind doch alle irgendwann dran. Da kann doch keiner andrehen. Der liebe Gott hat das so eingerichtet. Die Zeit vergeht, die Jahre laufen. Da kann keiner sagen, mit dem Thema will ich nichts zu tun. Geht nicht, müssen wir durch. Lange leben wollen wir alle. Alt werden will keiner. Und wenn heute einer stirbt, dann ist doch kein Beweis, dass er auch gelebt hat. Nee? Für manche Leute ist ein Zeichen, eine Anschaffung fürs ganze Leben. Das muss nicht sein. Kinder. Nee? Und die jungen Leute von heute, die werden sich wundern, wie schnell sie alt werden. Das geht ruckzuck. Ich merke es am eigenen Leibe. Ja, ihr lacht. Ich bin auch in diesem Alter jetzt, wo die Frauen Geld vermuten. So. Nee? Müssen wir durch. Und ich gebe es an dieser Stelle offen zu, Freunde. Ich bin ruhiger geworden. Auch zu Hause. Ich überschlag schon mal einen Tag. Bin ruhiger geworden. Wenn ich früher nach Hause gekommen bin, meine Frau noch mit einem fremden Mann im Bett, habe ich ihn erschossen. Heute komme ich so erschossen nach Hause, dass ich froh bin, wenn da einer ist. Bin ruhiger geworden. Ich laufe Frauen nur noch nach, wenn es bergab geht. Ihr lacht. Ich habe früher Liebesbriefe in 3 Sprachen gekriegt. Heute zahle ich Alimente in 8 Währungen. So. Und ich kann euch nur empfehlen, Freunde, solange ihr voll drauf seid, geht um das Volk, bewegt euch wieder, tut etwas, macht etwas, geht aus dem Haus, bewegt euch. Immer nach dem Motto, lieber die Ärmel hoch, als die Hosen runter. Bewegt euch. Tut etwas, macht etwas, bewegt euch. Weg von der Flimmerkiste, geht aus dem Haus. Lauft mal wieder Amok. Macht mal eine Schnitzeljagd in der Schlachterei oder irgendwas. Bewegt euch. Auch wenn ihr die Hände in den Schoß legt, braucht man nicht untätig sein. Also tut etwas! Bewegt euch! Oder macht es wie der nackte Lilliputaner, der durch die Lüneburger Halde hüpft und immer sagt, lass das Erika. Kinder, ihr müsst losgehen! Bewegt euch wieder! Bitte schön, wie sagte schon Ali Baba, der Zwillingsbruder von Alimente? Der hat einmal unter dem Blausiegel der Verschwiegenheit gesagt, genieße dein Leben, tot sein macht impotent. Und da ist was dran. Und der Kleine zu Hause sagt, Mamilein, was ist eigentlich impotent? Sagt sie, mein Junge, das ist genauso, als wenn man mit gekochten Spaghetti Mikado spielen will. Also, Freunde, bitteschön. Bewegt euch wieder, tut etwas, macht etwas. Geht mal wieder in euch, bohrt mal wieder in der Nase. Die Nase ist heute das Einzige, aus dem man etwas rausholen kann, ohne dass das Finanzamt die Hand aufhält. Ist es nicht so? Also bitte, zeigt dem Leben die dritten Zähne, auch wenn sie nicht bezahlt sind. Es gibt doch heute Leute, die haben so viele Goldblumen im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe, nicht? Ist nicht so? Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen, nicht? Kinder? Ja, es dreht sich heute alles ums Geld. Geld ist Thema Nummer 1 heute. War es nicht immer. Thema Nummer 1. Und Geld allein macht nicht glücklich. Man muss es schon besitzen. Also es ist... Ne? Kommt einer in die Bank und sagt zum Kassierer, guten Tag, können Sie auf 9 mm herausgeben? Ich meine, es gibt ja heute Themen, du... Ne?
sagt doch nicht mein Nachbar zu mir, ich habe beim Rennen 100 Mark verloren. Ich sag, was rennst du? Geh langsam. Hey, ich meine, es ist... Geh mal Geld, du. Das ist auch ein Typ, der kann mit Geld umgehen. Der handelt sich mit Brieftauben. Morgens verkauft er sie, abends sind alle wieder da. Du. Der hat Ahnung. Sagt er, ich habe jetzt im Fernsehen meinen Quiz, du. Da habe ich 1000 Mark gewonnen, du. Die Frage war, wie viel ist 7 mal 7? Ich war mit 43 am nächsten dran, du. Ganz ehrlich, du. So. Und Geld ist ein Thema, was mich auch immer ein bisschen... Im Moment habe ich so eine Phase zu fassen, wo ich sage, es kneift ein bisschen. Wo man sich fragt, wie finanziert man das, wie kriegt man das hin? Kennt ihr auch diese Momente, die Phasen, wo es mal ein bisschen... Kennen wir, oder nicht? Hä? Und ich gebe es offen zu. Ich gebe es hier offen zu, Alter. Ich lebe über meine Verhältnisse. Aber immer noch unter meinem Niveau. Hä? Bei mir ist im Moment eng. Meine Frau, die arbeitet wieder halbtags, sie betreut die Kinder unserer Putzfrau, also es wird weniger. Ich habe gestern erst am Fender-Spiel teilgenommen, wir waren zu zweit, der Gerichtsvollzieher und ich. Schlimm. Und Gerichtsvollzieher sind schlimm. Gerichtsvollzieher sind ja wie Kinder, alles was sie sehen wollen sie haben. Du. Oh, schlimm. Geld ist knapp. Mich ruft neulich mein Bankdirektor an und sagt, Herr Asmus, Sie stehen bei uns mit 20.000 Mark im Minus. Sag, gucken Sie mal nach, was ich vor 4 Wochen hatte. Da haben Sie 5.000 im Plus. Ich sag, sehen Sie, habe ich Sie da angerufen? Also es dreht sich, Kinder, es dreht sich ums Geld. Das ist ein Thema, was mich fasziniert. Denkt an die Steuer, die moderne Art der Christenverfolgung. Ich war letzte Woche bei mir auf dem Finanzamt, habe gefragt, brauche ich als Schizophrener eine zweite Steuerkarte? Sondern natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Du, bei uns im Finanzamt, da ist wieder Stimmung. Du, die haben ein neues Spiel, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Also da ist was. Ja. Uns im Finanzamt ist schön, du. Die haben jetzt den Beamten Dreikampf eingeführt, knicken, lochen, abheffen. Alter, unser Organspender hat die Haare schon abgegeben, guck mal. Im Finanzamt? So. Wer da fleißig ist, der handelt mit im Affekt. Also bei uns, ihr lacht, das sind die Träger der Nation. Einer träger als der andere, aber Stimmung ist da. Bei uns im Finanzamt hat sich jetzt ein Beamter erschossen, für immer. Es ist nach 3 Stunden umgefallen, so lange die Kugel gebraucht, um das Gehirn zu finden. Es ist ja, ja. Guck mal, es sind schon wieder Beamte hier heute Abend, ich merke das doch. Freunde, ich habe doch nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Aber guck mal, ein Bekannter von mir. Ja. Sag doch nicht meine Nachbarin zu mir, ich bin gestern von einem Beamten vergewaltigt worden. Ich sag, woher weißt du, dass das ein Beamter war? Der hat überhaupt nicht mitgearbeitet, du. Es ist ja... Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat sich gedacht, so können sie da wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum, der kommt wieder raus, vorne hinten eine Siegelmarke, stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. Das ist aber auch ein Typ, du. Über den könnte ich ja stundenlang plaudern. So, das ist ein Typ. Die sind ja zu Hause so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Nicht? Also ich sag ja. Ich sag, Wolli, wie geht's deinem Sohn? No, sagt er, die beiden letzten Raten an die Hebamme, dann gehört er uns. Das ist einfach. Das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Typ. Pass auf, den muss ich euch schildern. Eine große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsscheu. Also er steht, wie soll ich sagen, er steht in der Blüte der Arterienverkalkung. Also er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen. Also er steht so kurz vor der Notschlachtung. Wie sagt man, modern sagt man eine auf Jung gequälte Tabakruine. Aber immer fröhlich, immer keep schmeling, wie wir in Hamburg sagen. Er lebt immer nach dem Motto, nicht um alte Liebe trauern, froh auf neue Triebe lauern. Nicht? Und dabei ist er so faul, Kinder, faul. Der hat in seiner Hochzeitsnacht auf ein Erdbeben gewartet. Also ein Wahnsinn. Und der ist so, ja. Und geizig. Stellt sie mit der Kerze von Spiegel, feiert den 2. Advent. Kennt ihr solche Leute? Schlimm. Der ist so geizig, der wirft Silvester einen Frosch aus dem Fenster und knallt mit der Tür. Also er ist wahnsinnig. Ja. Ist ein Typ. Ich sage immer, Kinder, ich sage immer, als Mensch unmöglich, als Schwein zu kleine Ohren. Also das ist ein Typ, der klaut dir die Brieftasche, hilft dir beim Suchen. Kennt ihr solche Leute? Der war kürzlich in Amerika als Urlauber, als Tourist und da hat er beim Rodeo, habt ihr mal gesehen im Fernsehen im Wilden Westen bei Dallas,
wo die Pferde mit die Cowboys wegschmeißen, mal gesehen? Da hat er den ersten Preis gemacht und hat der Fernsehreporter ihn gefragt, wo er das denn gelernt hat. Ja, sagt er, meine Frau hat jahrelang Schluck aufgehabt. Also was der alles dumm. Der hat sein Leben lang dummes Zeug gemacht. Das hängt einfach damit zusammen, das muss ich kurz erklären, der hat einen Wackelkontakt im Kleinhirn. Den hat der Pfarrer bei der Taufe mal ins Becken fallen lassen. Und jetzt hat er richtig so einen kleinen, wie sagt man, so einen kleinen Riss in der Waffel. Also wie gesagt, er hat nicht alle Klötze im Beutel, der hat ja nur dummes Zeug. Der hat mal die Bibel ins Katholische übersetzt. Also er macht ja nur solche Sachen. Dann hat er mal den Brockhaus vertont. Also er macht ja nur solche Sachen. Ja. Ich sag neulich zu ihm, du hast so eine eingedrückte Nase. Warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Also was der alles tut. Der hat, ja, Kinder, der hat alle Berufe, was der beruflich hinter sich hat, man macht sich kein Bild. Alle Berufe. Im Spielwarengeschäft hat er Schaukelpferde eingeritten, nicht? Dann hat er, ja, Schlosser ist er gewesen, immer auf der Suche nach einer losen Mutter. Also was der alles tut. Dann war er mal Vorarbeiter bei den Erwerbslosen. Also der hat alle... In der Fischfabrik hat er gearbeitet, hat er den Ölsardinen die Augen zugedrückt, bevor sie in die Dose kommen. Er hat alle Berufe. Als Taucher haben sie ihn rausgeschmissen, hat am Arbeitsplatz geraucht, das wollen die Augen haben. Maurer bei Lego war mal eine Zeit lang. War mal Schaufensterdekorateur bei Aldi, also was der alles schon gemacht hat. Sagt er neulich zu mir, ich habe jetzt einen ganz neuen Job, im Sommer auf der Ferieninsel Sylt am Strand. Aber der Job ist so hart, den gebe ich wieder auf, das ist so anstrengend. Ich sag, was machst du denn da? Sagt er, ich buddel mich im Sand an und dann vermiete ich meinen Hintern als Fahrradständer. Ich sag, warum willst du den Job denn wieder aufgeben? Sagt er, die Mopeds tun so weh. Also ehrlich gesagt. Der hat alle Berufe durch. Was der schon gemacht hat. Der war sogar mal Zuchthausdirektor, da haben sie den fristlos entlassen. Der hat seiner Schwiegermutter gezeigt, wie der elektrische Stuhl funktioniert. Also nicht so. Ja. Ehrlich, Kinder, der ist nicht dumm, der weiß nur wenig. Der hat seinen Kopf nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Also er sagt ja immer so schön, die Intelligenz jagt mich, aber ich bin schneller, sagt er immer. Wahnsinnig. Neulich war ihm seine Ölrechnung zu hoch, da hat er oben einfach ein Stück abgeschnitten. Ne? Jetzt hat er in der Zeitung gelesen, man sollte Obst nicht ungewaschen essen. Was macht er denn vorher im Bad? Also alles aus. Der hat alle Berufe durch. Neulich am Bahnübergang hängt er oben an der Schranke, ruft der Wörter, was machen Sie denn da? Ich messe die Schranke. Da können Sie doch besser, wenn sie unten ist. Sagt er, na, die baut die Höhe, nicht die Breite. Ruft er neulich bei der Polizei an und sagt, der Wachmeister, kommen Sie ganz schnell hier vor meinem Haus mitten auf der Straße. Da bindet er seine Frau und seine drei Kinder nackt auf einem Autogepäckträger fest. Sagt der Wachmeister, wo ist denn das? Rathausstraße 10, sagt er, den kenne ich, das ist ein Schotte, der fährt jetzt in die Autowaschanlage. Es ist ja so. Ich habe mit dem Sachen erlebt, ihr glaubt es gar nicht. Nur solche Stories. Ich sage neulich hinter vorgehaltener Hand zu ihm, ich sage, warum guckst du dir deine Porno-Videos eigentlich immer rückwärts an? Sagt er, mir gefällt die Stelle so gut, wo die Nutte dem Freier das Geld zurückgibt. Es ist er. Es ist, Kinder. Hä? Oder aktuell, neulich rein in die Apotheke und sagt, guten Tag, die Kondome, die Sie mir gestern verkauft haben, die färben ja ab. Da steht ein Opa daneben und sagt, und umknicken tun die auch immer. Es ist ja. Hä? Freunde, ihr gebt mir recht. Ist es nicht schön, dass wir in der heutigen Zeit über solche Sachen offen sprechen können? Keiner ist mehr schockiert. Ist es nicht schön? Früher war ich immer der Dumme, aber heute seid ihr schlimmer als ich. Ist nicht so? Ja, ist das so? Ist doch schön. Keiner ist mehr verkrampft. Alles geht nach draußen. Alles ist humorlose Menschen werden ja auch älter. Nee? Sag ich immer. Trink mal über die Zeile nach. Humorlose Menschen wirken älter. Ja! Männer! Nee? Das hat man niemandem geschadet, über sich selbst zu lachen. Ist auch so eine Zeile, die wir gerne hochziehen. Nee? Wir haben Gott sei Dank heute Abend solche Leute nicht hier. Ich sag meistens solchen Leuten, geh nach Hause, schließ dich ein, leg dich auf die Couch, Heizkissen auf den Bauch, schalte auf 3 und warte, bis alles durchgebrannt ist. Nee? Haben wir Gott sei Dank heute nicht hier.
Und wir können heute über alles plaudern, über alles sprechen. Keiner ist schockiert. Und das ist schön und das ist richtig so. Und früher war das anders. Früher haben wir Ruhe, Ordnung, Sauberkeit. Was haben wir heute? Dienstag, nicht? Was ist Dienstag? Es ist, ja. Montag. Ja. Ist Montag heute erst? Ja. Ist ja egal. Kinder, es ist doch tatsächlich so. Es ist, nee? Die Jahre sind doch vergangen. Einige haben es gar nicht gemerkt, wie schnell das alles gegangen ist. Hä? Stell dir mal vor, 1635 standen die Türken vor Wien. Wo stehen sie heute? Vor C&A. Ich meine, die Jahre, Freunde, die Jahre sind doch vergangen. 1641 haben die Ostfriesen die Klobrille erfunden. Erst 1741 haben die Bayern Loch eingeschnitten. Ich meine, das ist doch, Freunde, was? Freunde, das ist doch unsere Zeit. Wenn man das alles hört, da kann man doch verstehen, wenn Kannibalen sagen, wir haben die Menschen so satt. Ist das nicht so? Das ist so eine Zeit, in der wir leben. Alle reden von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Meine, ja, die Zeit läuft. Wenn man heute ein Brot kauft, ist es morgen schon von gestern. Wie die Jahre vergehen. Ne? Wenn man heute einen alten Menschen trifft, glaubt mir, der ist von früher. Denkt an die beiden alten Jungfern, die im Parkbank auf einer Bank sitzen. Sagt die eine, die heutige Jugend ist so verrucht, die heutige Jugend ist so verdorben. Ja, sagt die andere, heute müsste man jung sein. Nee, die Jahre sind vergangen. Guck mal, ich habe damals an die Klapperscheuche geglaubt, da musste ich schon Alimente zahlen, so schnell ist das alles, nicht? So nach dem Motto, mit Pille wäre das nicht passiert. Kennt ihr das Thema, nicht? Ich bin ja zum Beispiel für die Pille. Das einzige Mittel, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken. Habt ihr das gelesen? Die haben noch eine Apotheke ausgeraubt. Ein Typ hat eine Apotheke ausgeraubt, alles mitgenommen. Bis auf die Haarshampoos und die Alibabypillen. Die Polizei sucht jetzt einen glatzköpfigen Katholiken. Ich meine, das ist doch... Ne? Kinder, die Jahre sind vergangen. Das ist eine Zeit, in der wir leben. Der Rundfunk sendet heutzutage schon in Farbe. Habe ich heute Morgen gehört, bunte Melodie. Ja, die müssen sich was einfallen, das Fernsehen ist doch übermächtig. Denk an die Quizmaster beim Fernsehen. Der da drei Kandidaten hat, sagt zum ersten Kandidat Nummer 1, Frage an Sie, wo fasst die Frau beim Mann am liebsten hin? Sagt er an die Brieftasche. Richtig, Punkt für Sie. Kandidat Nummer 2, Frage an Sie, wo haben die Frauen die krausesten Haare? Sagt er an Afrika. Richtig, Punkt für Sie. Kandidat Nummer 3, Frage an Sie, doch nicht, brauchen Sie gar nicht zu fragen, die ersten beiden schon falsch beantwortet. Seht ihr, das ist doch... Nicht, das, Kinder, das ist unsere Zeit. Nicht? Freunde. Wenn sich das alles vor Augen hält, ne? Dann fehlt da manchmal alles, sogar die Worte, da steigt einem der Fußschweiß auf die Stirn. Ne? Es gibt heute Ehemänner, lassen ihre Frau ins Gras beißen, nur um den Rasenmäher zu schonen. Was soll denn das? Andere Ehemänner streuen ihren Frauen Backpuppen in die Bluse, damit sie etwas lockerer werden. Das gibt es auch. Ne? Es gibt heute Partnerwahl per Computer. Ist doch menschenunwürdig. Ich habe meine Frau noch ganz normal beim Pokern gewonnen. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben heute? Große Industriebosse kriegen für ihre Tochtergesellschaften Kindergeld. Das muss doch nicht sein. In den Kliniken werden überwiegend Zwillinge geboren, weil sich einer allein gar nicht mehr raustraut. Abtreibung müssen heutzutage ins Stammbuch eingetragen werden, als entfernte Verwandte. Das muss man wissen. Das ist ja, was Abtreibung auf Spanisch heißt. Embryo, olé. Guck mal, olé. Olé. Fremdsprache muss man auch beherrschen heute. Ich kann Gott sei Dank ein bisschen Esperanto. Ich war ja ein paar Jahre drüben. Aber du. Man sagt heute nicht mehr Brathering, man sagt Brethering. Man sagt nicht mehr Unterberg, man sagt Undermountain. Ne? Man sagt nicht mehr lieber Paul, man sagt Liverpool. Das muss klingen. Ne? Fremdsprachen sind heute in. Ohne Fremdsprache läuft gar nichts. Man sagt heute schon Ave Maria, nicht mehr Servus Lieselotte. Ne? Alles Fremdsprachen. Man sagt heute Nymphoman und nicht mehr zwangsläufig. Fremdsprachen sind in. Man sagt heute schon Veterinärtheologe und nicht mehr Schweinepriester. Ne? Ne? Fremdsprachen sind in. Man sagt nicht mehr unbequemer Parteigenosse, man sagt La Fontaine. Das ist, ja, ist das so? Nicht? Freunde. Nicht? Ja. Freunde. Nicht? Fremdsprachen.
Man sagt nicht mehr Brotaufstrich für Freudenmädchen, man sagt Nutella. Hey? Ja. Genau. Ihr lacht doch. Ich sage immer, Freunde, wenn ihr das alles ein bisschen mitkriegen wollt, ich bin immer der Meinung, schlag einfach die Zeitung auf, steht ja alles drin. Ich lese furchtbar gerne Zeitung. Ist für mich das Thema. Du habt ja morgen gelesen, Hausfrauen soll sich beim Kartoffelschälen was anziehen, auch Kartoffeln haben Augen. Warte mal, lesen. In Australien haben die jetzt Rennpferde mit Kängurus gekreuzt, damit die Jockeys bei Regen beim Trocknen sitzen können. Lest gern Zeitung, du. Die ganzen Tankstellenbesitzer will man jetzt aufwerten. Die von Aral heißt ja die Aralisten, die von Esso die Essoisten, die von Shell die Shellisten, nur die von BP, die wollen nicht mitmachen. Aber es ist ja dumm. Man muss einfach Zeitung lesen. Ne? Alles dumm. Groß. Honecker ist jetzt groß im Gespräch. Ich habe von Honecker jetzt gelesen, wenn der in den Himmel kommt, der wird es ganz schwer mit dem Himmel, der wird er verhungern. Kein Tisch, kein Mittag. Also, ja. Alles liest in der Zeitung, du. Habt ihr heute Morgen gelesen? Dieser Devisenfuzzi da am Tegernsee unten. Schalk, Golokowski, hat sich mit der Pistole in den Kopf geschossen. Ist nichts passiert, er hat eine Gedächtnislücke getroffen. Ich meine, das ist ja. Man muss Zeitung lesen. So. Ich lese voll mal gerne Zeitung, du. Was da alles drin steht, du. Ihr glaubt es nicht. Ehrlich. Alles gut abgelaufen? Ja, ne? So jung und schon so blond, Mensch. Nee, ich lese gern Zeitung, du. Ehrlich. Habt ihr gelesen, Ernst Mosch ist gestorben? Ist beim Schneewalzer erfroren. Demnächst soll es in Deutschland Disneyland geben, Bayern wird eingezäunt. Ja, man muss Zeitung lesen. Wisst ihr, warum die Bayern alle jodeln? Wenn sie lesen können, dann würden sie ja singen, nicht? Ja, das ist nee, die lesen ja gern Zeitung, du. Habt ihr heute Morgen von dem Banküberfall gelesen? Drei Typen haben eine Bank überfallen. In Deutschland, Österreich, ein Italiener. Der Deutsche hat die Beute verteilt und hat gesagt, 1000 Mark für mich, 1000 Schilling für dich, 1000 Lire für dich. Die Beute ist aufgeteilt. Das war der erste Österreicher zum Italiener. Du kannst über die Deutschen sagen, was du willst, aber korrekt sind sie, du. Es ist ja... Das ist schon fast international, nicht? Wie ein Amerikaner zum Italiener sagt, gibst du mir Eis, gibst du mir Stahl, ich baue mir einen Flugzeugträger. Sagt der Italiener, si, si, gibst du mir deine Schwester, ich mache die Besatzung. Ach ja. Da sagt der Pfarrer zum Küss, das ist kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn heute so der HSV gegen Bayern München? Kinder, ich war neulich, ich kann das ja kurz erzählen. Ich war in Hamburg neulich mal, richtig schönes Fußballspiel gesehen, HSV. Und... Du, die geben sich ja Mühe. Du, die haben 50 Bälle ins Publikum geschossen, für jeden Zuschauer ein, du, da war. Die haben die Namen der Zuschauer mit ins Spielbericht aufgenommen. Du, da war richtig Stimmung. Du, ich habe da mit einem Bekannten gestanden, du, war schön, wir hatten Platz, weißt du. Und ich sag, guck, nun gibt der Schiedsrichter schon wieder eine Ecke, sagt er, der soll lieber eine Runde schmeißen. Und, du, aber guten Schiedsrichter hatten sie, das war, hatte die Idealgröße, 25 cm immer auf Ballhöhe. Weißt du, ja, der war ein Riesenschiedsrichter, du. Eine Schwalbe macht noch kein Elbert, der hatte diesen Spruch immer drauf, weißt du, ein Riesentyp. Karten hat er vergessen, bei Rot hat er die Zunge gezeigt, bei Gelb die Zähne. Aber, du, war ein schönes Fußballspiel. Ich war aber, du, jahrelang her, da habe ich mal in Hamburg gestanden und da waren 60.000 im Stadion. 60! Ich habe da gestanden in der Westkurve. Kannst dich vorne, zurück, nicht links, nicht rechts und plötzlich fängt es an zu kneifen. Kennt ihr das Gefühl? Ich sag zu meinem Hintermann, lass mich mal durch, da gibt's keine Toiletten. Ich sag, natürlich steht noch dran, da 0-0. Sagt er, nein, das ist das Halbzeitergebnis. Sagt er, aber wenn Sie das wirklich nicht mehr halten können, dann machen Sie einfach Ihren Vordermann in die Tasche. Ich sag, wenn der das merkt, sagt er, wieso haben Sie denn das gemerkt? Freunde! Freunde, ich möchte es an dieser Stelle jetzt kurz sagen. NZD. Nichts zu danken. Ihr wart nett heute Abend. Und hoffe, ich war nicht vergebens hier. Und sonst sowieso nicht. Und
Freunde, ich bin noch ein bisschen unter Zeitdruck. Ich wollte mal früh ins Bett, ich muss morgen spät wieder raus. Nein, ich will rüber in mein Hotel, ich muss noch ein optionales R-Gespräch führen. Ich weiß natürlich, man kann nicht bei jedem Abgang Applaus erwarten, aber... Ich möchte euch trotzdem heute Abend hier in trauter Runde hier in Holz am Zoo ein Riesenkompliment aussprechen. Ihr wart Nettkenner, ich möchte euch einen Film meiner Mutti zeigen. Und wenn ich wählen könnte zwischen einer Weltreise auf dem Traumschiff von euch, ich glaube, ich würde euch sehr vermissen. In diesem Sinne, tschüss! Dankeschön. Nein, nein, ich muss es, dankeschön, nicht so viel applaudieren. Ihr könnt auch die Brieftaschen nach vorne werfen, das kommt immer wieder. Ja. Freunde, der Chefkoch persönlich. Gesehen hier oben, der Dr. Solin. Das sah so aus wie Albert Schweitzer nach der Wurmkur. Freunde! Ich möchte mich wirklich verabschieden mit einem Zwölfzeiler aus der Entstehungsgeschichte der Menschheit. Sicilium, listen to me. Als Adam einst am Apfel naschte und Gott, der Herr, ihn überraschte, da blieb dem armen Kerl vor Schrecken der Apfel in der Kehle stecken. Als Mahnmal trägt nun Adams Stamm den Adamsapfel, Pomme de Dame. Mal groß, mal klein, von Pol zu Pol als ewiges Sündenfallsymbol. Kein maskulines Exemplar ist ohne Apfel vorstellbar. Nur Eva trägt versteckt und stramm zwei solcher Pommes. Da-dam, da-dam. Freunde, ich muss es jetzt sagen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten unter die Augen. Ich mache jetzt wirklich in Köln Wasser, ich verdufte, also ich mache etwas, was Politiker auch immer wieder mal tun sollten, ich trete zurück, ich subtrahiere, denkt immer daran, auf einen dummen August folgt selten ein kluger September. Wenn ihr nachher irgendwann die heilige Stätte hier verlassen sollt, Freunde, bitteschön, das Wetter hat sich etwas beruhigt, macht keine Dummheiten. Wenn ihr welche macht, macht sie nicht. Denn nicht alles, was man mit ernstem Gesicht tut, ist seriös. Denkt dabei immer, die drei schönsten Dinge im Leben sind Essen und Trinken. Ja, sollten wir uns bis Silvester nicht mehr sehen, wünsche ich den anwesenden Damen natürlich alles, alles Gute von vornherein, den Herren einen guten Rutsch. Seid immer schön artig oder seid schön unartig, macht auch sehr, sehr viel Spaß, habe ich mir sagen lassen. Freunde, denn nur wer Spaß versteht, weiß auch was Ernstes. Albern hat es nach wie vor die Erholung von der Umwelt. Und sollte hier heute Abend bei Holz am Zoo irgendjemand den Kopf geschüttelt haben, dann soll er sich erst vergewissern, überhaupt einen hat. Kinder, und wenn ihr nicht alles behalten habt, ich bin noch einen Augenblick da, ich habe vorne so einen kleinen Tisch. Ich trinke alles, aber umsonst muss es sein. Es gibt ja immer Fans, die sagen, Fips, ich habe noch nicht alles von dir. Und da habe ich natürlich ein paar Kassetten mitgebracht. Ist doch logisch. Und wer keinen Schotter hat, kriegt auch eine Autogrammkarte umsonst, so viel Zeit muss auch sein. Nee? Und einige sagen mir, Fips, was hast du denn da? 16 verschiedene, gib mal alle mit, ich bin nicht auf dem Laufenden. Und dann gibt es die einen, sagen, ich habe schon zwei Stück von dir. Dann nimmt der 14 Stück. Nee? So einfach ist das. Ich bin noch einmal da, die Zeit nehme ich mir für euch. Ja, da bin ich ganz eisern, da bin ich Gewehr bei Fuß, da stehe ich da. Wie gesagt, wer keinen Schotter hat, kriegt auch eine Autogrammkarte umsonst. Schreibe ich selbst drauf, ich bin da und ich trinke alles. Vielleicht sehen wir uns vorne, vielleicht auch nicht. Kinder, und ich sage jetzt tschüss, tschüss in den Wind, wünsche euch das Beste vom Besten, verbleibe mir die Besten, wünsche euch der große Frühling aus dem Norden, euer Fritz Asmussen. Tschüss. Bravo.